Was macht das, diesen Zug jetzt besonders? Ich meine, es sind ja viele Züge. Also das Besondere an diesem Zug ist, dass es ein Hochgeschwindigkeitszug für Tunnelstrecken ist. Das heißt, ich habe einmal die Anforderungen von der Hochgeschwindigkeit mit den 250 Stundenkilometer, mit Überwachung von der Laufdynamik, mit aerodynamischen Themen, die dazukommen. Und habe zum Zweiten durch die Tunnelstrecken Aspekte hinsichtlich Kundenkomfort, dass der Zug an sich druckdicht sein muss, dass die Druckwellen, die beim Durchfahren der Tunnels entstehen, nicht auf den Fahrgast einwirken, sondern dass der Fahrgast von den Fahrten durch den Tunnel möglichst wenig merkt.